Das erklärt auch, warum manche Leute in einer Wettkampf-Prep zu Arschlöchern werden. Willkommen zum Vlog, Freunde. Heute mal ein bisschen später als sonst. Morgen steht auch ein Diet Break an. Das heißt, ich werde mit den Kalorien auf plus minus null gehen für mindestens 4 bis 5 Tage. Am liebsten würde ich 7 machen, aber das passt nicht ganz mit dem Zeitplan überein oder stimmt nicht ganz überein, wenn ich in Deutschland spontan starten möchte. Und deswegen kürzen wir das Ganze ab. Aber für den Diet Break müssen wir natürlich einige Sachen einkaufen. Also, let's go. Chica, wir müssen einkaufen. Let's go. Bist ja richtig motiviert. Also ich bin immer für Refeed oder Diet Break Einkäufe richtig gehypt, denn wann sonst kann ich mir einfach ein paar Packungen Cornflakes geben, ne, in der Diät. Wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann. Außer man bekommt die Kalorien nicht rein, aber come on. Also mit Cornflakes würde ich auch wahrscheinlich 7000 Kalorien am Tag essen können. Jetzt aber ab zum Einkaufen. So spät haben wir, glaube ich, noch nie einen Vlog begonnen. Überall weniger Zucker, aber wo ist denn weniger Fett? Die perfekten Refeed Cornflakes haben wenig Fett und idealerweise wenig Zucker. Ne, wegen der Fructose. Es kann sein, dass es nicht so ganz vorteilhaft ist, wenn man zu viel davon mampft. Nicht in Früchten, sondern in sowas hier. Deswegen brauchen wir wenig Fett und viele, viele Carbs und wenig Zucker, relativ gesehen. So, es werden jetzt die Schoko Crispies. Okay, 1,5er. Wir machen uns gleich Burger. Dafür holen wir uns einfach mal Fertigpommes, die man einfach in den Backofen schieben kann. Und ich glaube, die haben am wenigsten Fett. 4 Gramm Fett auf 100 Gramm kann man sich mal, ja, gönnen. Und natürlich ordentliche Burger Buns. Und die besten gefrorenen Patties überhaupt, die Irish Angus. Ab geht's nach Hause. Wir haben fast 10 und ich hab echt schon Hunger, du, ne? Ihr wisst es, wenn du nicht hungrig bist, dann bist du nicht derselbe. Okay. Das ist jetzt die Mahlzeit hier, schön 200 Gramm Pommes und 1,5 Burger. Das gönnen wir uns jetzt und dann sehen wir uns morgen beim Diet Break. Neuer Tiefstand 87,7. Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Meine Nacht war extrem kurz, also nach gut 3 Stunden hat sich mein Körper gedacht, das reicht. Ich bin jetzt hellwach. Also der Jägermodus ist ein bisschen jetzt aktuell, so wie ich ihn nenne, aktiv bei mir. Das heißt, der Körper sagt dem Sepp, Jung, geh jagen, geh was essen, aber hör auf jetzt zu schlafen, denn du wirst, wenn du so weitermachst, verhungern. Und ich war mir heute eigentlich nicht zu 100% sicher, ob ich meine Diätpause, meinen Diet Break machen soll. Aber nach dem heutigen Gewicht und der gestrigen Nacht, definitiv. Also ich freue mich richtig auf meine Cornflakes, auf mehr Kalorien, auf weniger Diätstress, auf besseren Schlaf und dann schlussendlich bessere Leistung im Gym. Ich werde auch deloaden, aber mehr dazu dann in einem weiteren Video. Das Video heißt einfach mal Schattenseiten des Natural Bodybuildings und ich mampf euch einfach mal hier Cornflakes vor. Bevor ich aber auf die Schattenseiten ein bisschen näher eingehe, muss ich unbedingt zum Friseur, Freunde, ne? Ich sehe aus wie George aus dem Dschungel. Das ist jetzt vorher, war jetzt echt lange nicht mehr beim Friseur und gleich seht ihr das nachher. Ich weiß gar nicht, ob man das mit der Sonne gut sehen kann. Auf jeden Fall gibt's gleich den geschäften Sepp. Jetzt fühlen wir uns wieder frisch. Wenn ich nämlich mal 2 Wochen oder so nicht beim Friseur war, dann sieht das schon ungepflegt aus. Aber so, ich sag mal, ungewollt ungepflegt. Bei manchen anderen, bei denen könnte man so manchmal meinen, es ist gewollt, es ist Style. Bei mir weiß man, nee, der Sepp, der hat mal wieder zu viel am Trainingspedia gearbeitet. Ja, genau. Und hatte dann keine Zeit mehr, weil er das ultimative Trainingsbuch erschaffen wollte. Aber man muss halt Opfer bringen, ne? So schaut's aus. Zweite Portion Cornflakes, so lässt es sich definitiv leben. Und nachdem ich das hier gemampft habe, arbeite ich weiter am Trainingspedia und zwar
muss ich heute das Kapitel zu dem Thema Körperfunktionen fertigstellen. Was sind Körperfunktionen? Ganz einfach. Was für Funktionen haben eure Muskeln, also die anatomische Bewegung? Und das ist meiner Meinung nach mega wichtig, deswegen habe ich es eben in das Trainingspedia mit integriert. Und denkt an den Presale, Freunde, denn wenn ich fertig bin mit dem Buch, dann ja, wird es diesen Bonus von 25% bzw. 10 Euro nicht mehr geben. Also, wenn ihr euch das Buch holen wollt, dann schlagt am besten jetzt schon zu. Und gleich reden wir mal über die Schattenseiten. Real Talk. So, die negativen Aspekte einer harten Diät. Denn schlussendlich ist ja eine Wettkampfvorbereitung nichts anderes als eine sehr harte Diät mit einem Wettkampf zum Schluss. Also es ändert ja nicht irgendwelche Variablen oder sonstiges, sondern das trifft auch auf dich zu, wenn du einfach nur extrem hart diätest. In den Bereich, wo es vielleicht nicht mehr so ganz, ich sag mal, leistungsorientiert ist. Denn meistens, wenn die Leistung fällt, kommt man in den Bereich, wo man nicht sich dauerhaft zumindest aufhalten sollte. Also, das Ganze oder die ganzen Probleme, die eigentlich auftreten, treten hauptsächlich aufgrund von zu viel Stress auf. Diät an sich bedeutet schon Stress und dafür musst du dir einfach mal vorstellen, du hast einen Stresstank, wie ein Autotank, wo eben Benzin drin ist. Und für jede stressige Aktivität in deinem Leben verbrauchst du eben etwas von diesem Stresstank. Und jedes Mal, wenn du dich erholst, wenn du schläfst oder sonstiges, kannst du eben diesen Tank auffüllen. Jetzt gucken wir uns mal eine Diät an. Wir haben Hunger, wir dürfen vielleicht nicht immer das essen, was wir wollen. Wir haben weniger Energie als sonst, das heißt, jede Aktivität, die du machen willst, kostet dich schon mal mental mehr Überwindungskraft. Du hast aufgrund von deinem niedrigen Körperfettanteil womöglich sowieso schon mehr Stress. Diät alleine stresst eben halt. Und ja, wenn du dann auch noch das passt mit zum Beispiel zu wenig Schlaf, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass diese Stressrechnung nicht mehr so ganz aufgeht und du dann dauerhaft zum Beispiel gereizt bist. Und das erklärt auch, warum manche Leute in einer Wettkampfprep zu Arschlöchern werden. Es fällt einem eben schwerer, nicht praktisch genervt zu sein, nicht gereizt zu sein, weil, ich sag mal, der Grundzustand ist ja eher in Richtung gereizt sein. Soll aber keine Ausrede sein, das heißt, du kannst dich immer noch entscheiden, dass du eben dich vielleicht anders verhältst. Also, ich bin der Meinung, jeder, der sich benimmt wie ein Arsch, der will halt eben sich auch so benehmen. Und manchmal macht es auch Spaß, sich aufzuregen. Manchmal macht vielleicht ein Streit auch Spaß. Also nicht in dem Sinne, dass es Spaß macht, sondern manche Menschen brauchen das auch irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, jeden Gemütszustand kann man irgendwo natürlich auf irgendeiner Ebene kontrollieren. Und man darf es dann einfach nicht zulassen, dass man zum Beispiel die ganze Zeit seine Freundin anzickt oder sonstiges. Und mir passiert das natürlich auch. Ich bin auch ein Mensch, wie jeder da draußen. Und man streitet sich auch, klar, weil man eben einfach viel gestresster ist als vorher, ohne wirklich sein Leben, ich sag mal, verändert zu haben. Also du hast ja vermutlich nicht einen stressigeren Job oder sonstiges gehabt, sondern du hast einfach diese Wettkampfdiät gemacht oder diese harte Diät, die wiederum dafür sorgt, dass eben durch verschiedene Faktoren du einfach gestresster bist. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich merke, wenn ich im Gym schwächer werde, dass mich das eben mental ankratzt. Also mich stresst es, ich mag es eben nicht, mir gefällt es nicht. Aber man muss es halt irgendwo auch akzeptieren und mit der Akzeptanz wiederum kommt man vielleicht ein bisschen besser zurecht. So als Tipp nebenher, jeder verliert in einer harten Diät Leistung. Ja, also wenn du jetzt kein Anfänger bist, Profi oder fortgeschritten, whatever, wenn du wirklich tief bist mit dem Körperfettanteil, ich habe noch niemanden gesehen, der sich dann auch noch steigern kann. Ja, vielleicht, wenn du vorher natural warst und dann was genommen hast oder sonstiges, aber das gehört eben zum Spiel dazu, wenn du wirklich absolute Bestform erreichen möchtest. Also, wir haben halt Stress, ganz großer Faktor, der durch verschiedene, ich sag mal, Komponenten dann eben geboostet wird. Zum anderen, Testosteron zum Beispiel fällt bei Naturalathleten extrem krass in der Diät. Dazu habe ich auch ein paar Videos gemacht, Freunde, checkt sie mal ab. Ein paar Case Studies, also Fallstudien, die haben eben geguckt, wie stark Testosteron in der Diät droppt, also fällt.
Und man hat eben herausgefunden, so um die 60% ist üblich. Ja? Was sorgt dafür, dass zum Beispiel Stresshormone ein bisschen, ich sag mal, geblockt werden? Ja, Testosteron. Das heißt, wenn du natürlich von außen Testosteron zuführst, dann bist du einem ganz anderen Stressniveau ausgesetzt, denn du hast eh das Zehnfache von einem normalen Menschen im Körper. Und wenn du jetzt selber weniger produzierst, who cares, tust du eh, weil du was nimmst, dann hast du halt statt das Elffache und auch das Zehnfache im Körper immer noch viel, viel mehr. Deine Leistung fällt vielleicht im Gym auch nicht so stark. Also so ein paar Aspekte, die dagegen wirken. Du musst auch nicht so tief gehen mit den Kalorien. Das heißt, im Endeffekt, viele machen es auch einfach so, dass sie mehr Wachs nehmen oder mehr Schilddrüsenhormone oder was auch immer, um da etwas zu beschleunigen, den Fettverlust, ohne groß jetzt in der Ernährung zurückstecken zu müssen, sagen wir mal. Ja? Und dieser niedrige Testosteronwert sorgt nämlich auch dafür zum Beispiel, dass du eben nicht mehr so optimal aufbauen kannst vermutlich. Und allgemein ist es natürlich so, dass auch der Drive, ne, du weißt, was ich meine, nicht mehr so krass da ist, aber immer noch müsste es bei dir sehr gut funktionieren. Und da ist auch immer die Frage, bist du dir gerade zu gemütlich, bist du zu faul? Klingt zwar doof, ist aber so. Denn wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, wenn man gesund ist, dann funktioniert noch alles. Ja, auch bis zum Wettkampftag hin. Sollte jedenfalls, ist natürlich auch immer die Frage, wie du diätest. Ne? Also wenn du mit 2000 Kalorien Defizit, 0 Gramm Fett oder sonstige Methoden praktizierst, dann kann es durchaus sein, dass du für den Fall sogar nicht mehr kannst. Ne? Aber in der Regel sollten da keine großen Probleme vorherrschen. Weder bei mir noch bei meinen Coachlingen ist das eigentlich der Fall gewesen. Aber natürlich, man ist halt am Ende des Tages komplett am Arsch, wenn man halt den ganzen Tag arbeitet, trainiert, Diätstress und vielleicht lange keinen Refeed mehr hatte. Dann ist die Frage, ob man dann noch überhaupt so, ja, das Verlangen hat. Aber das Verlangen und die Funktion, das sind ja wieder zwei verschiedene Sachen. Und die sollten dann auch nicht ausfallen. Ich höre hier und da immer mal wieder Leute behaupten, dass da nichts ginge. Also das ist natürlich nicht die Regel. Also sollte nicht die Regel sein, wenn man eben ordentlich diätet. Sowas wie Hunger und Co., darauf brauche ich nicht eingehen. Wird irgendwann chronisch, ist irgendwann egal. Man verliert nach der Wettkampfprep meistens ein Ziel. Ne? Das ist auch wieder sowas, was man natürlich selber steuern kann. Man muss sich nach der Wettkampfdiät ein neues Ziel aussuchen. Und auch bei den Fallstudien, die ganzen Hormone, die ziemlich runterfallen, sind nach spätestens 4, 5, 6 Monaten wieder auf Normalwert und sollten sich auch wieder ja, in dem Bereich befinden, in dem sie sich befinden sollten. Dann hat man auch das Problem mit den Essstörungen. Gut, ich meine, nach dem Wettkampf wäre es keine Essstörung, nicht extrem viel zu essen, weil das ist eben das Normalste und das Gesündeste. Also sehe ich als Essstörung nach der Wettkampfprep eigentlich das Weiterdiäten an und nicht das Essen, weil das weder gesundheitlich klug ist noch sonstiges. Und ansonsten, wenn du natürlich nur Reis, Chicken, Brokkoli isst und dann nach der Wettkampfprep Nutella siehst und dann durchdrehst und 5 Gläser Mampf, ja gut, dann hast du auch in der Diät vermutlich einfach zu strikt gelebt. Unnötig halt. Wenn du damit klarkommst und nach der Diät immer noch abchillen kannst und essen kannst, worauf du Lust hast, ohne dass es zwanghaft wird, dann kannst du natürlich diäten, wie du möchtest. Aber so wie ich halt jetzt diäte, ihr seht es ja, ist es gar kein Problem. Aber auch ich habe natürlich zu kämpfen, klar, weil ich meine, ich habe auch extrem hohe Stresswerte in der Diät. Egal, ob ich jetzt Eis esse oder nicht. Das macht es natürlich einfacher, aber jetzt nicht komplett zum Selbstläufer. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel, was man dazu sagen kann. Es kann passieren, dass du aufgrund des fehlenden Zieles und sonstiges Depressionen bekommen kannst oder sonstiges. Aber das ist in jedem Aspekt des Lebens kann das passieren, wenn du dich eben auf irgendwas 100% fokussierst, deine ganze Energie reinsteckst und dann fällt es weg. Ey, wenn du deinen Job verlierst, kann das genauso passieren. Wenn du deine Freundin verlierst, kann das genauso passieren, wenn du eben deine ganze Energie da reingesteckt hast und das mit Liebe gemacht hast. Und das ist nichts, was dem Sport irgendwie, ich sag mal, was nur dem Sport vorenthalten ist oder exklusiv dem Sport, sag ich mal, zugeschrieben werden kann, besser so formuliert. Yes. Und bevor ich es vergesse, natürlich ist die Selbstwahrnehmung auch nicht die beste, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres im Leben, als richtig krass auszusehen und das nicht wahrzunehmen. Finde ich auch ein bisschen overrated. Okay, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen.
Ich bin jetzt auf jeden Fall mit der Lena lecker essen und dann im Kino. Wir gucken Mission Impossible, das soll richtig gut sein, der neue Teil. Ich lasse dich mal überraschen, du, ne? Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Danke fürs Zuschauen, euer Sepp.